Hi, ich bin Nussdorf, Marketing-Azubi bei Schlüter Systems und ich befinde mich hier gerade in England bei unserer Niederlassung, denn ich bin hier für die nächsten 2 Wochen und tauche in den Alltag der Kolleginnen und Kollegen hier ein und ich dachte mir so, hey, warum nimmst du die Kamera nicht einfach mal mit und du kommentierst hier so deinen Aufenthalt, denn es ist nicht selbstverständlich, dass man während der Ausbildung sowas Cooles erleben darf. Und genau, ich bin gestern Abend angekommen. Heute ist quasi mein erster Arbeitstag, wenn man so will. Ich habe erstmal die ganzen Kolleginnen und Kollegen hier kennengelernt. Mega herzlich empfangen worden. Auch ein Goodiebag bekommen, fand ich richtig cool. Und direkt am Start gewesen, denn es ging mit einer Schulung los. Mit dem Andrew und mit dem Steven zusammen. Fand ich richtig cool, direkt am ersten Tag schon, quasi mit den Fliesenlegern hier vor Ort bei einer Schulung dabei zu sein. Mittendrin. Jetzt gerade ist Pause, gleich geht's weiter mit dem Workshop. And you can kind of feel the adhesive, so you know, like if you put it on too shallow, so you can feel, you get used to that feel of how much adhesive you want to put on, so you're not putting on too much or too little. You took this side, so I'm going to. Do you use a right hand or your left hand? So for me, what I did was let me show you, and you've got 2 ways of doing it. So I'm a bit what you call catch-handed, so I go from that way, but a lot of people prefer to do that. To find it flows a bit better. So just like that. And you keep it that edge line. Yeah, so load it with that and then we can swap hands and put it on the correct one. Not gonna let you cheat though. There we go. Then it gave me that. You want to put it in your hand like that, and then 45 degree angle, there we go. How's it feel? I'm getting used to it, to be honest. Yeah. How does it look? So far so good? Perfect. That's it. There's 2 seconds. And again, just put that pressure on all the way across, keep going, keep going, keep going. Excellent. So, Tag Nummer 2 ist jetzt auch vorbei. Es war ein sehr, sehr langer Tag, sehr, sehr aufregender Tag. Ich bin ehrlich gesagt auch ein bisschen platt, weil so viel Input auch da war. War richtig cool. Ich bin heute das erste Mal Auto gefahren. Hieß ja alles umgekehrt. Also die Fahrerseite ist nicht auf der linken, sondern auf der rechten Seite. Und die fahren hier generell anders, als wir es in Deutschland kennen. Deswegen war es ein bisschen spektakulär, war aufregend, aber hab's hinbekommen. Dann bin ich mit meiner Kollegin Sophie nach Manchester gefahren. Dort fand nämlich eine Ausstellung statt, eine Architekturausstellung, wo wir auch einen kleinen Stand hatten. Da haben wir unseren Außendienstkollegen, den Phil, getroffen. War richtig cool, auch mal so eine große Stadt zu sehen. Ich war noch nie in Manchester. Sind noch ein bisschen durch die Innenstadt gegangen, haben dann was gegessen und sind dann auch schon wieder los. Falls ihr unserer Azubi-Instagram-Seite noch nicht folgen solltet, dann macht das unbedingt. Ich verlinke euch den Kanal mal unten in der Infobox, denn da posten wir eigentlich ständig so Sachen, die hinter den Kulissen passieren. Ich jetzt zum Beispiel hier von meiner Reise und da kriegt ihr immer die neuesten Sachen mit. Deswegen schaut da unbedingt mal vorbei. Ich lege mich jetzt aber erstmal hin, denn morgen steht wieder ein aufregender Tag an. Da freue ich mich auch wirklich sehr drauf. Wir fahren nämlich zu einigen Kunden. Ich bin echt mal gespannt, wie es wird. Man hat ja so einen Eindruck von den Menschen, die in Deutschland leben und mit wem wir da so zusammenarbeiten. Deswegen bin ich umso gespannter, wie die Leute hier so sind. Und ja. Freue mich sehr auf den Tag. Hi Steven. Ah, you're getting on this one, mate, as well. What's that? The vlog. Oh. I've been out with Steven today. So I've been out with Stuart today. Stuart, what have we been doing? We went up to Nottingham, where we've had a bit of an opportunity to actually get our presence by some special posters that we've had made specifically to size to fit one in a retail side of a showroom, and secondly they also have a trade outlet as well, so we've managed to actually have a prominent position to actually put Schlüter posters actually in the trade counter itself with Dietra Heat and the new Dietra. Nice. From Ben we went on to down to another distributor.
which we've basically got a trade counter which has been new to them, which we're opening up. We've got plenty of support in there from Schluter. Then we managed to actually go on to an English tea shop as well, so we grabbed a quick cuppa, which Yusuf certainly enjoyed, and he even enjoyed a slice of cake as well. It was amazing. And then we went on to a bathroom shop, which was a high-end bathroom shop. It's great, we've just started working with this company, and it was a great opportunity to discuss, just answer any questions that they actually had about that they were actually raising, and also opportunities to get the shelves on displays as well. And then we've headed back. Danke. Danke, yeah. So we'll learn some German words, I'll learn some English words. So danke, mein Freund. Perfect. Cheers, mate. Puh, war das eine aufregende und coole erste Woche hier in England bei unserer Niederlassung. Ich habe die letzten Tage ehrlich gesagt nicht so viel gefilmt, weil einfach viele coole Dinge passiert sind. Da habe ich dann eher den Moment genossen und dann mit meinem Handy ein paar Erinnerungen aufgenommen. Es ist jetzt Dienstag der zweiten Woche. Nicht wundern, wenn ich ein bisschen angeschlagen wirke. Es sind hier einfach knapp 40 Grad. Also auch ungewöhnlich für mich so. Hätte ich auch nicht erwartet. Ich erzähle euch einfach mal, was die letzten Tage so alles passiert ist. Am Freitag war ich hier im Büro, habe meine Kollegin Sophie begleitet. Sie betreut hier die ganzen Social-Media-Kanäle von Schluter Systems UK. Da habe ich immer so ein bisschen über die Schulter geschaut, genau. War ganz cool mal zu sehen, wie sie so arbeitet. Der Schwerpunkt meiner Ausbildung liegt halt im Content Creation und Social Media Bereich und deswegen fand ich die neuen Einblicke mal interessant. Abends bin ich dann einfach nur noch mal ganz entspannt durch die Innenstadt gegangen, hab mir die Stadt mal so angeguckt. Abends war da noch was essen und that's it für Freitag. Den Samstag habe ich dafür genutzt, um mal ein bisschen runterzukommen, ein bisschen zu entspannen, die Woche Revue passieren zu lassen, weil einfach extrem viel passiert ist. Hatte dann quasi so einen entspannten Tag und der Sonntag, das war ein richtig, richtig, richtig cooler Tag, den ich so schnell nicht vergessen werde. Wir waren am Wochenende mit ein paar Kollegen hier aus dem Office und ein paar Kunden von uns bei einem Motorradrennen. Ich war noch nie bei einem Motorradrennen, das war auch anscheinend eine echt große Veranstaltung und eine wichtige. Fand ich richtig cool, also hat richtig Spaß gemacht. Mein persönliches Highlight war, dass der Sieger des Rennens aus der Türkei kommt. Ich habe türkische Wurzeln, deswegen war das auch nochmal was Schönes und Cooles zu sehen. War ein runder Abschluss, würde ich sagen. Ich hätte ehrlich gesagt auch nicht gedacht, dass das so cool wird. Ich dachte, ja, okay, Motorradrennen. So. Es war echt richtig, richtig cool. Am Montag, also gestern, war ich dann wieder mit Sophie, meiner Kollegin, ein bisschen unterwegs. Beziehungsweise wir haben uns ausgetauscht, wie ich Social Media so angehe, wie ich Videos zum Beispiel schneide. Sie hat mir ein bisschen von ihren Tätigkeiten erzählt, was sie hier so für Aufgaben erledigt, wie sie das Ganze so angeht. Also wir haben quasi unser Wissen ausgetauscht, fand ich ganz cool. Und heute ist halt Dienstag. Heute steht eine Office-Tour an, unter anderem. Da wird mich meine Kollegin Sophie, ich habe schon einen Rundgang gehabt, aber da waren auch nicht so viele Kollegen da, wegen Urlaub etc. Heute nutzen wir aber die Gelegenheit und schauen uns die gesamte Niederlassung einmal an. Da freue ich mich drauf, ich bin gespannt. Ich finde es auch sehr, sehr cool hier, auch von der Architektur. Erinnert mich ein bisschen an Iserlohn. Ich war die letzten Tage echt sehr viel auch in der Sonne. Ich habe es echt unterschätzt hier. Hoffe, dass ich keinen Sonnenstich bekomme. Ich spüre schon so ein bisschen, ich will nicht sagen, dass ich krank werde, aber dass ich einfach zu lange in der Sonne war. Und ja, seit der letzten Aufnahme sind einige Wochen vergangen. Ich war wohl doch nicht zu lange in der Sonne, habe leider Corona bekommen. Bisschen ärgerlich. Es ist natürlich nicht so cool, in einem fremden Land Corona zu bekommen. Umso dankbarer bin ich meinen Kolleginnen und Kollegen, sowohl hier aus Deutschland als auch aus UK, die sich um mich gekümmert haben, wegen den Flügen alles gemacht haben, wegen der Unterkunft. Wie ist das? War wirklich top. Ich wollte es mir dennoch nicht nehmen lassen, ein Fazit zu ziehen, wie die Reise so war. Jetzt mal abgesehen von dem, was mittendrin passiert ist. Die Reise war unfassbar toll. Ich habe
tolle Erfahrungen sammeln dürfen. Die Zeit, die ich dort verbracht habe, war richtig schön. Dankeschön auf jeden Fall nochmal an alle Leute, die das ermöglicht und mitgestaltet haben. Vielen, vielen Dank dafür. Falls du noch eine coole Ausbildung suchst oder jemanden kennst, der eine coole Ausbildung sucht, dann schau unbedingt mal unten in der Infobox vorbei. Über den ersten Link kommst du auf unsere Azubi-Seite. Da sind alle Stellenanzeigen und Ausbildungsberufe, die wir gerade zu besetzen haben. Und yes, vielleicht sehen wir uns hier bald bei Splitter Systems. Bis dann. Ciao, ciao.